In diesem Video möchte ich euch das Harman & Kardon Onyx Studio System vorstellen, beziehungsweise der drahtlose Bluetooth Lautsprecher. Das ist erstmal nur ein Unboxing. Die restliche Vorstellung kommt später. Ich schau mal, was hier alles so mit dabei ist. Wir sehen hier einmal ein Netzteil, das ist relativ klein und kompakt. An der Seite mit einem Euro-Stecker. Der Euro-Stecker befindet sich auch hier mit einem Lieferumfang. Hier ist er. Hinzugefügt wurde noch hier so ein amerikanischer Stecker, Stecker aus Großbritannien und noch ein weiterer Stecker, vielleicht südostasiatischer Markt oder ähnliches. Wir heben mal das System hoch und aus. Dann kommen wir hier schon zum eigentlichen Inhalt. Betriebsanleitung, Bedienungsanleitung. Jetzt ist die Box leer. Und vor uns steht der Lautsprecher. Ich hebe den mal raus und wie man das von Harman & Kardon kennt, sehr schönes Teil, zeitlos und hübsch. Und wir wollen uns den jetzt mal anschauen, wie der im Nahen aussieht. Und da werde ich mal die Kamera ausklicken und mal rangehen. Also die Vorderseite ist so, hier ein Harman & Kardon Schriftzug aus Kunststoff, eingelassen mit in diese Lautsprecheroberfläche, die so ein bisschen fließstoffmäßig ist. Danach haben wir einen Kunststoff, der leicht gummiert ist, also der hat so eine gummierte Oberfläche. Hier oben haben wir lauter und leiser. Dann auf der Rückseite haben wir hier so einen Eingriff sozusagen, damit man diesen Lautsprecher sehr einfach transportieren kann. Ich denke, der wiegt um die 600 Gramm. Wenn man ihn hinstellt, ist es auch sehr schön abgepolstert. Ist sehr wertig. Wir schauen uns gleich mal an, warum das der Fall ist. Nämlich, weil wir hier unten zwei solche... Ja, wir haben hier... Das mache ich weg, weiß ich auch nicht. Hier haben wir zwei solche Nippel, die das echt sehr sensibel machen und abdämpfen. Und genauso hier diese Beinchen nach hinten, die sind ebenfalls hier schön gedämpft und sind sozusagen, wie man hier sehen kann, Gummifüße. Ansonsten von der Rückseite ist es so, dass wir hier noch ebenfalls so einen Ausgang haben für den Bass. Also das sieht man hier drunter, das ist total flexibel. Also da wird Lautsprecher rauskommen, Seriennummer, USB-Anschluss, Lautsprecher und dann noch die Beine. Und das ist hier, ich glaube, würde ich sogar sagen, echtes Aluminium oder echtes Metall. Genauso wie das, also das ist nicht nur beschichteter, obwohl das könnte beschichteter Kunststoff sein. Wobei hier ist auch eine Schutzhülle drauf. Also das können wir auch gut vorstellen, das ist echt Metall sozusagen, die Rückseite des Lautsprechers. Und das hier ist ebenfalls echt Metall. Also es ist sehr wertig gearbeitet. Ansonsten, dieser Lautsprecher relativ zeitlos. Man hat hier an der Seite so einen Einschalter. Der wird dann auch bestimmt beleuchtet sein im aktiven Zustand. Hier eine Bluetooth-Anzeige. Und ansonsten ist der aber richtig schön schlicht gehalten. Von der Größe her, ich habe jetzt leider nicht so richtig, was ich hier daneben legen kann. Doch, hier habe ich was jeder kennt. Hier habe ich so eine Rittersportschokolade und da sieht man so, wie groß das Teil ist. Und wir werden das jetzt mal im nächsten Video sozusagen anschalten.